Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir möchten der Fürstin der stehenden Wolken unterstellen, wenn das Essen darbieten. Und ich wollte eigentlich hier was Schönes kochen. Mal gucken, was wir zubereiten können. Wir haben zwei neue Rezepte. Rezept mit Matsutake gefüllte Fleischröllchen. Klingt eigentlich ganz lecker, aber ich bin nicht so der Pilz-Fan. Eigentlich hasse ich Pilze. Stärke gewählten Figur 20 bis 24% LP sowie zusätzlich 900 bis 1500 LP wieder her. Erlernen? Oh, Überlebensexperte! Ernährungsschaft. Und Rezept Juwelensuppe. Erhöht die Verteidigung aller Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 88 bis 126 Punkte. Die Wirkung ist im Mehrspielermodus auf eigene Figuren beschränkt. Nehmen wir auch gerne. So, die können wir sogar beide zubereiten. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann behalten wir Barbara gleich dafür, für den Effekt. Das ist doch wundervoll. Und dann bereiten wir natürlich mal ein bisschen was zu. Ich würde sagen, ja, wir haben genug. Dann machen wir gleich alle 10. Können wir das dann das nächste Mal auch automatisch ausführen lassen, wenn nötig? Aber das ist doch schon mal sehr gut. Und danach machen wir natürlich das gleiche noch mit der Juwelensuppe. Ich hoffe, dass irgendein Gericht der Fürstin zusagt. So, wir haben es gleich. Und noch einmal. Wundervoll. Und Juwelensuppe. Okay, da war nicht so viel Tofu, da können wir nur zweimal. Gut. Nehmen wir die Shenyan dafür. Einmal und noch einmal. Perfekt. So, was haben wir sonst noch Schönes? Wir haben, glaube ich, alle schon auf, genau, maximal. Sehr gut. Stimmt, da war ja noch was. Oh, erstmal die Errungenschaft natürlich. Wir Überlebensexperte beherrschte die Zubereitung von 20 Gerichten. Okay, wir müssen noch beherrschen die Zubereitung von 40 Gerichten, da haben wir 21 davon. Und Sternekoch perfektioniert ein Kochkunst für 10 Rezepte. Haben wir schon 9 von 10, das ist doch schön. Dann die Nachrichten. Eine Geburtstagsüberraschung. Und eine Geburtstagsüberraschung. Linnae und Lynette hatten Geburtstag, deswegen werden wir natürlich noch ihre Briefchen durchlesen und die Belohnungen abholen. Eine Geburtstagsüberraschung von Linnae. Bereiten wir eine Geburtstagsüberraschung für Lynette vor. Es mag einfach klingen, aber es ist überraschend schwierig. Wir feiern jedes Jahr gemeinsam unseren Geburtstag. Da ist es wirklich schwierig, etwas wie eine Überraschungsparty von ihr zu verbergen. Wir können nur versuchen, sie in die Irre zu führen und alternative Vorbereitungen zu treffen. Dieses Jahr möchte ich etwa einen Überraschungsgast einladen, und zwar dich. In den letzten Jahren ist ihr gelungen, alle Überraschungen im Voraus zu durchschauen, auch wenn sie sich bemüht, so zu tun, als wüsste sie nichts. Aber wenn du dieses Jahr kommen könntest, wäre das die bisher beste Überraschung. Was meinst du? Hast du Zeit? Ich habe mir bereits einen tollen Zaubertrick für deinen großen Auftritt ausgedacht. Wir müssen ihn nur noch ein wenig proben. Wir kriegen Lumidus Glockenblume. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich stelle es jetzt so. Und Würfeltrick. Wird die Kette aller Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 20% und der kritische Chart um 20%. Klingt gut. Danke. Und noch eine Geburtstagsüberraschung, diesmal von Lynette. Siehe oben. Linnae und ich feiern Geburtstag. Vorletztes Jahr war es eine Überraschung, ein Geschenk, das in der Torte versteckt war. Und letztes Jahr war es Rossland, der mit einer bunten Flagge aus dem Hut sprang. Meine Geschenke sind viel gewöhnlicher. Egal wie sehr ich mich bemühe, er errät es sowieso. Genauso wie ich seine Pläne erraten kann. Aber es scheint trotzdem Spaß daran zu finden, also sage ich nichts.
Ich hatte vor, dich dieses Jahr einfach selbst einzuladen, aber ich habe das Gefühl, dass Lenay dich höchstwahrscheinlich dazu nötigen wird, bei seinen Plänen zu helfen. Wenn ich recht habe, könntest du ihm dann einfach helfen? Ich werde mein Bestes tun und so zu tun, als wüsste ich nichts. Regenbogengruß 10-mal und gemächlicher Schluck über die Heilungsbonus für alle Truppenmitglieder 300 Sekunden lang und 25%. Also sehr nice. Ja, danke ihr zwei. Die Geschenke nehmen wir gerne an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier ja, Essen da bieten können. Aha. Ah, wahrscheinlich alles. Also mit Matsutake gefüllte Fleischröllchen da bringen. Dann Mora-Medaille da bringen. Und Juwelensuppe da bringen. So die Fürsten des stehen Wolken und des stillen Windes. Setzen wir schnell hin. Boah, gemütlich, oder nicht? Also ich finde es. Hat eine schöne Stimmung. Alter, die Kameraführung ist ja mal mies. So. Wundervoll. Oh! Die Barriere ist verschwunden. Dann können wir da gleich rein. Das ist doch super. Mal gucken, was uns da Schönes erwartet. Und mystisch irgendwie. Oh! Na, das ist aber cool. Besuch der Adeptenresidenz. So. Wohnstätte der stehenden Wolken und des stillen Windes. Dies ist die Behausung der Fürsten des stehenden Wolken und des stillen Windes. Ungern empfängt die Fürstin Gäste. Oh oh. Daher ist der Weg gesperrt. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die Ruhe eines anderen nicht zu stören. Bist du dir sicher, dass du eintreten willst? Wohnstätte der stehenden Wolken und des stillen Windes ab Truppenstufe 30 empfohlen. Und ich sehe gerade, wir sollten einen Feuercharakter mitnehmen. Deswegen werden wir das Ganze wohl mit der Dia durchführen. I got you, boss. Tut mir leid, meine liebe Navia. Wir werden dich nachher wieder zurückholen. Aber jetzt ist Dia nochmal dran. Wir brauchen ihr Talent. Genau. Ist das schön hier. Das Einzige, was ich nie verstehe, wieso man keine Bilder in den Sphären machen kann. Kann mir das mal jemand erklären, wieso man keine Bilder in den Sphären machen kann? Ich finde das voll schade, irgendwie. Naja, hier drin Bilder zu machen. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come. Though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Okay. Is your new boss. Sie will uns wahrscheinlich testen, habe ich das Gefühl. Sie lässt nicht jeden durch. Aber wir kriegen die Chance. Das ist doch schon mal schön. Okay, dann müssen wir uns erstmal hier das aktivieren. Oh. Ich verstehe. Ja, die wollen uns wirklich testen, ne? Aber das ist ein leichtes für uns. I will have order. Access denied. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann aktivieren wir. Oh, ich habe gar nicht gelesen. Ups. Aber ich glaube, das ist gar nicht übel. Look, that platform is moving. So that's what this button is for. Ja, mit diesen Button, wie es so schön die Palmer nennt, kann man das Ganze um 90 Grad drehen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Das aber so oder so keine Rolle spielt, dass 90 Grad sind. Ja, spielt keine Rolle, was wir angewählt haben. Okay, weiter. Okay, wir können durch. Oh, das sind die Nächsten, die auf uns warten. This is long overdue. Feuer gegen Feuer ist das nicht unbedingt so gut. Dann nehmen wir lieber Schau. Oh Gott. Dann sammeln wir natürlich die Sachen ein, die wir hier zurücklassen. Okay, müssen den
Ja, wir müssen den als nächstes aktivieren, aber hier geht es auch noch rüber. Gehen wir hier erst rüber, bevor wir es aktivieren, sonst verschwindet das vielleicht. Okay, nee, aber auf der Plattform ist nichts zu finden und wir haben keinen weiteren Weg. Okay, dann müssen wir das aktivieren, so wie das aussieht. Also ich muss sagen, die Sphäre ist ja mal wunderschön gemacht, wirklich. Also, ich staune immer wieder. Ach. Erst nur die Frage, wo müssen wir erst durch? Müssen wir erst drüben hin oder müssen wir erst da hoch? Okay, da sehen wir nicht, wo das Ziel ist. Wir drehen nochmal. Und dann nochmal. Dann gehen wir erst dort hoch. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir dort rüber gehen, kommen wir dann darüber. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel. Deswegen nehmen wir erst diesen Weg. Mal gucken, was uns so erwartet. Oh. Alles gleichzeitig? Oh. Das ist übel. Das kann lustig werden. Ach nee, ich muss mir merken. Links, rechts, rechts. Ach, nur die drei? So Hyman thinks that you're doing this all wrong. Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Hä? Bin ich... hä? Aber es war doch das. Links? Rechts? Rechts. Hä, aber ich hab den hier als erstes. Hä? Ist jetzt mal ehrlich, ich bin nicht blöd. Hä? Ich hab den hier und der hat's den genommen. Oh, das wird schwierig mit der Tier, sehe ich gerade. Der wäre jetzt ein Bogenschütze wie Amber oder Linney oder so viel praktischer. Oh, das ist blöd. Okay, warte. Let's get it on! Ups. Und dann. Gut. Ah, jetzt ist eine Kiste. Okay. Dann die nächste. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Mitte, rechts, links, rechts. So Hyman thinks that you're doing this all wrong. Try activating the mechanisms again. Mann, mit dir ist das so schwierig, weil sie viel großflächigeren Schaden macht. Mitte, rechts, links, rechts. Okay, wir versuchen es nochmal. Mitte. Rechts. Oh Gott, das muss ich sicher holen. Hol dich schneller, bitte. Wir haben zwar Zeit, aber trotzdem. Links und rechts. Oh, Halleluja. Oh, nochmal. Okay, das letzte bitte. Links. Rechts. Links. Rechts. Mitte. Links, rechts, links, rechts, Mitte. Okay. Oh, das ist schwierig. Lass mich fallen. Thinks that you're doing this all wrong. Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Ja, ja, es ist halt nicht einfach, vor allem weil dir so einen großflächigen Schaden macht. Und jetzt die zuerst zu treffen, oh, das wird schwierig. Also muss ich mich das jedes Mal antun? Links, rechts, Mitte. Ich hab's kapiert. Oh, das ist übel. Links.
rechts. Ich weiß nicht, wie mich das gerade aufregt. Mann, ich hätte Amber nehmen sollen. Das ist so schwierig. Links, rechts, Mitte. Nicht schon wieder. Ja. Am liebsten würde ich die Sphäre verlassen und nochmal von neu beginnen. Vielleicht mache ich das dann auch. Ich glaube, das sollte schon funktionieren. Sollte mir mehr Zeit nehmen. Aber es geht nicht, es geht nicht. Oh, es ist nicht machbar mit der Tia. Es ist nicht machbar. Und ich will die Kisten haben. Okay, wir peppeln sie schnell auf und dann wechseln wir. Immerhin doch die neuen Mal zum Tagepilze zu essen. Also beziehungsweise Fleischräuchchen davon. Die Gruppe. Ich glaube, ich muss das die Amber nehmen. Ich habe sonst niemand anders. Das ist die zielgenaueste. Okay. Das wird ja interessant mit der Amber mal. Okay. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come. Though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Okay, nochmal aufs Neue. Sind da aber Äpfel und rohes Fleisch drin, keine Rettiche mehr. Interessant. Useless! No touching! Crumble! Nothing to fear! Komm schon, mach dein Schild. Let it rain! Okay. Access denied! Bisschen schwieriger, aber funktioniert. Go, go! Useless! Disappear! Klaus Ulti. Here. Perfekt. Und spielt das hier erste eh keine Rolle. Dann gehen wir rüber. That platform is moving! So that's what this button is for. Okay, und die nächsten Gegner. All hail. No touching. Quake. I will have order. Das kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Müssen wir so oder so wieder wechseln? Einmal. Zweimal. Ich hätte einfach auch andersrum drehen können, aber egal. Dafür ist es jetzt zu spät. Praktisch kann ich auf unsere Lebensmittel zugreifen, das heißt, wir können Schau ein bisschen Leben geben. So, jetzt aufs Neue. Okay, jetzt haben wir die anderen zwei Kisten schon. Nur die letzte fehlt noch. Sehr gut. Links, rechts, rechts. Oder muss ich jetzt nochmal neu machen für
Die anderen, die ich schon abgeholt habe, wahrscheinlich schon. Das nächste. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Und die letzte. Oh, mit einmal geht es so viel besser. Links, rechts. Links. Rechts. Mitte. Links. Rechts. Links. Rechts. Und die Mitte. Ah, schön. So, dann haben wir hier das Ganze auch abgeschlossen. Ich glaube, da gab's ja sonst nichts mehr. Na dann. Jetzt müssen wir wieder drehen gehen. Drehen. Perfekt. Dann spurten wir weiter. Ein bisschen aufladen. Ich sehe, da gibt es noch Kisten. Oh. Sehr gut. Das nehmen wir gerne mit. Eine Dämmerfrucht. Dann aktivieren wir das hier. Dann kommen wir dem Ganzen schon näher. Müssen wir die restlichen aktivieren? Kann das sein? Klappt. Hier hat es auch nichts rumliegen. Okay, gut. Und dann können wir hier geradeaus rüber. Und dann sind wir bei dir angelangt. Sehr gut. Mit Amber hat das super geklappt. Gut. One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. Now speak of the matter which brings you here. Habt ihr diesen ganzen Ort gebaut? You surmise correctly. This place did one self-build, as did one design the mechanisms within. In fact, even Gui Zhong and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. One is simply not partial to the tedium of social interaction. And wish to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Was erzählt, was alles in die Uhr vorgefallen ist? Rex Lapis. Assassinated?
How can this be? Such a heinous crime. Who would dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Li Yue first, then convene with the other adepti. Wirklich? Wait, what? Did you just say squash Li Yue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. Sollst du die Leute dort nicht eigentlich beschützen? It is as you say. But if Rex Lapis has indeed been murdered, then Li Yue is in great peril. To delay in quashing the threat is to invite further disaster. It is precisely because one does not wish to see further suffering that exceptional measures are deemed necessary at this exceptional time. Yikes! Quick, you gotta think of something! She wants to squash Li Yue flat! And it doesn't seem like she's bluffing! Hast du unser Opfer angenommen, als ist dies ein Vertrag. Exactly what Paimon was gonna say! We made all that delicious food and gave every last bit of it to you! We were hoping you might help Li Yue out, not wipe Li Yue out! Or at least let's, you know, discuss it first! Can't hurt for you to get a second opinion! Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. The people of Li Yue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and... Schon wieder abgebrochen. Mann. Mann, oh Mann. Jetzt wird nach Lia und finden den Grafen. Staub zu Staub. Okay. Na dann. Jäger verlassen. Der Wohnsitz der Fürsten, da stehen Wolken unter stehen Windes. Dieser Adept will schon anscheinend keine Gäste empfangen. Okay. Wir lassen uns jetzt erstmal heilen bei der Statue der Sieben. Das nehme ich gerne. No one escapes by sight. Ich glaube, das kommt nicht bis unten an. Schade! Man kann es ja ausprobieren. Okay. Zurück zu Navia natürlich. Ja. Count me in! Okay. Oh, fehlen uns noch 11. Dauert noch ein Momentchen. Teleportieren. Ja, stimmt. Das Laternenfest ist. Lantern Ride. Oh, das ist immer so schön. Das ist eines der schönsten Events in ganz. In ganz Genshin Impact. Aber ich liebe das Event. Wirklich.
Ist das schön. Nun denn, dann verabschiede ich mich auch gleich hier von dieser Folge Genshin Impact. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich danke euch. Tschüss.